Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Nauten. Ich möchte euch heute 5 einfache und schnelle Tipps und Tricks zeigen, wie du dein Bett in Minecraft verschönern kannst. Denn einfach so ein Bett sieht doch Käse aus, oder? Deswegen fangen wir jetzt direkt damit an. Und die beiden Betten hier können wir schon direkt benutzen. Man kann zum Beispiel hier vorne, wenn man mit Shift sich hinsetzt, zack, zack, Itemrahmen dran setzen. Schilder da drüber, fertig, fertig. So, dahinter zum Beispiel hier die Wand wegmachen. Mit Türen kannst du aussuchen, wie du willst. Praktisch so ein riesengroßes Doppelbett bauen, oder? Sieht auch cool aus. Das war auch schon Nummer 1. Nummer 2 geht eigentlich genauso schnell. Ist auch super easy. Na, machen wir es lieber mal hier rein. Wenn du zum Beispiel Slabs nimmst hier und die drumherum setzt, sieht das Ganze aus, hä, wie ein Futon, oder? Das ist natürlich sehr spartanisch und für die Faulen unter uns, so wie mich, einfach drumherum, sieht aus, als hättest du ein Futon. Würde aber zum Beispiel super in Asia-Style passen. Somit hätten wir schon 2 von 5 fertig. Nummer 3 ist auch super easy, ein Hochbett. Dafür gehen wir einfach mal hier hin, bup, bup, setzen 2 Blöcke hin, Bett drauf, darunter die Blöcke weg. Na, bitte so, noch ein Bett drunter. Jawohl. Man kann vielleicht hier an die... kein Bett. An die Seite noch so Blöcke hinsetzen und dann mit Leitern eine Leiter hochbauen. Dass es aussieht, als könnte man hochklettern. So, dopp, dopp. Hier vorne vielleicht. Ja, glaube ich, so müssen wir das machen. Wir wollen nicht schlafen. Genau, machen wir das so dran. Hier kann man auch wieder wunderbar Schilder vorhängen. Fluppdiwupp, fluppdiwupp. Fluppdiwupp, fluppdiwupp. Zack. Fertig ist das Hochbett. Von vorne, von hinten kann man das Ganze natürlich auch noch machen. Von beiden Seiten, wenn es im Raum steht, wenn es an der Wand steht, ist das natürlich nicht notwendig. Aber das ist ein super easy und schnell hingezimmertes Hochbett, oder? Gefällt mir auf jeden Fall sehr cool. Somit haben wir schon 3. Nummer 4 ist jetzt ein bisschen anders. Und zwar setzen wir mal hier ein Bett hin und wir machen jetzt ein Bild davor. Dazu brauchen wir erstmal ein Gemälde. Wo haben wir das hier? Ich muss mal gucken. Wechselt immer die deutschen und die englischen Namen. Packen wir hier ein Gemälde vor, solange bis wir eins haben, beziehungsweise du kannst nehmen, was du willst. Jetzt brauchen wir noch Quarzblöcke, weil ich etwas ganz Besonderes vorhabe. Wer würde nicht mal gerne, genau, so und so, vielleicht in einer Sonnenbank schlafen? Oder? War es jetzt Klappe? Nein, wir brauchen Falltüren waren es, ne? Genau. Siehst du, da sind wir wieder bei den Namen, bei den Deutschen. Wir brauchen Falltüren. Und zwar eine links, eine rechts drauf. Jetzt müssen wir hier hinten die wegmachen. Da ist natürlich alles voll hier. Das machen wir mal komplett weg. Nehmen uns noch. Die müssten aber komischerweise oder sind komischerweise in Englisch, die Namen. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. So, jawohl, neue Rezepte verfügbar, sehr gut. Packen hier mal so ein bisschen Glowstone hin, es wird auch schon wieder dunkel, wen wundert's. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Platz, dass wir hier dran kommen. Und setzen jetzt hier hinter noch Blöcke, die wir natürlich wieder nicht mehr haben, gib einfach her. So, Schild weg, setzen hier noch Blöcke hin, wo die, lass mich nicht lügen, Sticky Pistons drauf kommen. So, Sticky Pistons drauf und davor setzen wir jetzt wieder unsere... So, unsere normalen, gibt es hier halt eine andere Farbe, jetzt brauchen wir noch einen Hebel, ganz dringend, die brauchen wir auch nicht mehr, den machen wir jetzt am besten hier hin. Hier kommt jetzt ein Hebel hin, denn wir müssen ja noch hier hinter, müssen wir erstmal Platz machen, super, müssen wir gucken, wo ist der Hebel, erstmal machen wir wieder hell, hasse es, wenn es dunkel ist und es wird immer so schnell dunkel hier irgendwie. Der Hebel ist jetzt, wir machen mal darüber das weg. Hallo? So, jetzt müssen wir nämlich auf die Höhe vom Hebel müssen wir jetzt eine Redstone-Fackel setzen. Gib mal her. So, dann fährt schon der Kollege hier aus. Alles in Ordnung. Darüber machen wir jetzt noch einen Block. Hier drüber Blöcke. Nehmen ein wenig Redstone. Und das Ganze sollte jetzt ausfahren. So, packen wir es einfach noch da drauf. Klappt es jetzt? Jetzt sind nämlich beide ausgefahren. Machen wir Hebel aus. Zack. Geht das Ganze auf und wir haben hier schick unsere Sonnenbank, wo du dich reinlegen kannst. Wenn du genug gebrutzelt hast, machst du zu, weg ist das Ding. So, dann haben wir schon 1, 2, 3, 4 Stück geschafft. So, und danke an den Hund, der mitten in der Aufnahme gewählt hat. Deswegen machen wir jetzt das 5. Bett nochmal neu. In diesem Sinne, wenn du nicht möchtest, dass dein Bett hier irgendwo im Raum steht, kannst du es auch verschwinden lassen, indem wir einfach zum Beispiel, wir gehen jetzt mal hier hin, 1, 2, 3, 4 machen wir Platz. Hier soll dein Bett hin. Jetzt gehen wir aber erstmal
1, 2, 3, 4, 5 nach innen und machen hier unsere Sticky Pistons. Machen hier Platz für das Bett. Davor noch welche. Da bitte nicht hin. So, hier kommt jetzt das Bett rein. Damit das schöner aussieht, machen wir den Boden auch mal aus Holz. Wir haben jetzt hier natürlich das Dunkle, nicht mehr das Helle, aber das ist nicht so wild. Machen wir das mal alles aus Holz, dass es schick aussieht. Bett rein. So, jetzt setzen wir drumherum alles auf hier. Hier sollen natürlich die Blöcke für die Wände rein. So, drumherum müssen wir auch was aufsetzen hier. Holz dafür. Zack. Auch hier einmal drumherum bitte wieder. Jetzt brauchen wir dafür noch Repeater und zwar hier und hier. Mit 2 und mit 4 Ticks. Hier auch mit 2, mit 4 Ticks und verbinden das Ganze noch mit Redstone. Und das sollte, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, eigentlich alles gewesen sein. Das heißt, wir machen jetzt nur noch hier. Schick, da ist er schon wieder am Bellen. Ah, ja, ja, der Hund, ne? Machen wir hier noch ein bisschen weiterhin unseren Hebel. Ich mache das jetzt richtig. Welche Seite ist vollkommen egal. So, was packt man raus? Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Jetzt gucken wir mal, wenn wir hier einen Hebel hinmachen. Klappt das? Ja, nicht ganz, aber du siehst, was ich meine. Ich glaube, das ist zu weit weg. Aber so sollte es klappen. Nee, wir haben da nur eins vergessen. So, jetzt geht der nämlich auch raus. Okay, also mit dem Hebel wusch, ist dein Bett da. Jetzt kannst du natürlich hingehen hier, das Ganze noch ein bisschen zumachen so drumherum. Komm her. Mal ein bisschen. So, hier noch zumachen, das zu machen, das zu machen. Nimmst vielleicht noch ein bisschen Glowstone hier, damit es in der Decke leuchtet, wenn du nachts hier im Bett liegst. Und hast dein Bett schön in die Wand eingebaut. Wenn du geschlafen hast, zu, weg ist es. Da ist das Bett wieder. Und pünktlich zum Regen sind wir somit fertig mit unseren 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Betten. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass doch einen Daumen hoch da. Abonnieren, Glocke aktivieren darfst du natürlich auch gerne, wenn du mehr sehen möchtest. Wirst auch gratis in den Out. Und ich sage, ciao mit V. Bis zum nächsten Tutorial. Euer Ede.